Überlegt, beeindruckend. Aber mal sehen, ob ihr auch unsere letzte Prüfung bestehen könnt. Und so setzte Captain. Die Segel auf der Suche nach dem fabelhaften Schatz. Er wusste nicht, dass ein Schiff angegriffen wurde. Hinter dir, Segelrassler. Dann, was der Wind hergeweht hat. Falsche Waffe. Ah. Falsche Waffen. Ich habe hier nur falsche Waffen. Sekunde. Ah, was soll ich denn nehmen hier? Da haben wir Rarität und da haben wir Kostüm. Huch. Kommt er so weit? Jawohl. Ängste? Bisschen daneben. Los mit dem Lombax, das liegt drauf! Alle Piraten sind auf dem Weg! Er steht lang voraus! Könnte es sein? Natürlich ist es das! Doch der Schatz wird vom furchtbaren Wächter der Insel beschützt! Oh nein! Ah, der macht ja diese Streugranaten. Ich hab mich im Visier, Lombax. So eine scheiß Knarre, ne? Das wird es in der Tat, für dich. So, was haben wir hier noch? Kreisen können. Moment. Schon bald werde ich wieder frei sein! Tschüss. Dass nicht früher auf die Idee kam. Irgendwo hier muss noch einer sein.
Hä? Unten im Wasser? Okay, und das Kostüm? Oh, wo kommt ihr denn her? Moment. Ich glaube, wir müssen hier noch das Wasser rauslassen, ne? Wie scheint. Neues Kostüm. Neues Kostüm, immer gut. Sehr schön. Roboterpilot. Ihr habt überlebt? Ich meine... Hussa! Der Captain ist... Okay. Jetzt geht's wahrscheinlich nach unten, ne? Endlich! Offenbar hat Pia doch die Wahrheit gesagt. Sehen wir erstmal, was da vorne ist. Oh oh. Vielleicht heißt das herzlichen Glückwunsch auf Krakisch. Das macht es nicht gerade besser. Herzlichen Glückwunsch auf Krakisch, ja. Klingt dein Humor. Ratchet, lauf! Also, Captain, was führt dich hierher? Dieser Kinn. Du, ja. Der bist Kinn. In Gefahr. Captain der Imperator hat einen... Dimensionator? Du weißt Bescheid? Haha! Wir haben ihn verwandt. Unser bisher größter Coup. Also ist eigentlich er, der in Gefahr ist. Mit dem Ding kommen wir dem Imperator zuvor. Ding? Das ist mein Gesicht. Aber du bist kein Roboter. What? Du wagst es! Ja, oh. Ein roter Quark. Warte, hier gibt es auch einen Quark? Quark? Es heißt Quantum. Captain Quantum. Mörder! Nein, 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 nein! Ich bin's! Ich bin es doch! Quantum, seht ihr? Ihr werdet büßen, den Kopf des Captain so zu schänden! Alle beide. Mhm. Nein, nein, nein! Das ist alles deine Schuld, Captain Bast. Du musst mich retten. Ich heiße Ratchet. Überlässt du uns den Helm? Gut. Du kannst den dämlichen Helm haben. Ich steuere uns von diesem Planeten. Aber du musst uns die Piraten vom Leib halten, bis wir startbereit sind. Überlass das mir! Version von dir in unserer Dimension. Aber besprechen wir das lieber später. Also habe ich... Ja, keine mehr da. Okay. Autsch.
Volltreffer. Du stellst meine Geduld auf die Probe! Er steht im Weg. Oh. Kurz hier aufgepasst. So. Kann nicht sein, dass sie mich genau treffen, ey. Sind sie fort? Sag du's mir. Ja, Captain Feigling. Ist das der letzte? Tja, wenn ich ihr Captain wäre, würde ich jetzt zum Gegenangriff sammeln lassen. Aber ich bin's nicht mehr. Also, wer weiß? Das klingt bedenklich. Aha! Wir sind fast startbereit! Schnell, rauf aufs obere Kontrolldeck und mach unsere Starterdüsen scharf! Mhm. Freiheit! Süße, glorreiche Freiheit! Wo ist denn der Typ? Moment. Oh nein. Jagt uns der ganze Planet? Wenn die mich nicht abmurksen wollen würden, würde ich mich echt geehrt fühlen. Das Schiff hin. Und was soll ich machen? Was zum Henker ist das? Sie haben den Plünderstrahl eingesetzt. Es ist ein Hinterhalt. Und ein perfekt durchgeführter noch dazu. Ich habe Ihnen alles beigebracht. Was ist hässlich gekämpft? Dafür zahlst du. Und um diese Schilde herum. Hat er mich gerade echt da aus der Luft geholt? Oh, jetzt gibt's eine richtig blanke Rache, Alter. Ihr seid jetzt so tot, ne? Das war die Rache. Schwachmaten. Jetzt mache ich die erstmal platt alle. Strahl.
Wie, sind die alle schon tot? Das war ja easy. Ah, Karte ist offline, okay. Gründerstrahl ist deaktiviert. An Bord! Was, wenn ich jetzt hier einfach drauf stehen bleibe? Will er etwa ohne uns weg? Wisst ihr, ihr beide gebt ziemlich gute Piraten ab. Wärt ihr interessiert, meiner neuen Crew beizutreten? Ihr kriegt beide einen Hut. Er kriegt einen Hut. Aber verschwinden wir lieber zuerst mal, bevor die Piraten oder der Imperator hier sind. Imperator? Wir werden längst weg sein, bevor er in meine Nähe kommt. Wir sind startbereit. Initiiert die Starterdüsen. Dann mal los. Achso, das war. Sie bewegt sich nicht! Und jetzt? Nein! Nein! Sie haben einen Versenker! Meinst du diese riesige Kanone? Ich muss bis nach Bokitaro! Du musst sie ausschalten! Ja, was soll ich denn machen? Achso. Ratchet, wir müssen den Versenker schnell deaktivieren. Okay, hier muss es doch irgendwas Nützliches geben. Hier sind überall Bombenfässer, kann ich die nicht einfach ausschalten? Damit stoppen wir den Versenker, oder? Wir müssen nur erst die Piraten besiegen. Okay. Bist du ein kleines Kerlchen? Und du bist ein totes Kerlchen. Yeah, so das. Oh, die nerven mich mega, ey. Toll. So, meine Waffen sind alle leer. So, das wird wieder Zeit für die. Die und für die. Ey, diese Treppen hier, ne, die gehen mir so auf den Sack. Ich hab gar keinen Platz, hast du hier. Haha, ein jämmerlicher Gegner. Denkst du? Ist gleich tot, mein Freund. Tschüss. Versenker beinahe geladen. Gegnerschiffe, geht euch. Eure Zerstörung steht bevor. Das funktioniert nicht, Ratchet. Denkst du, was ich denke? Ich fürchte ja. Uns bleibt keine Wahl. Läute die Glocke. Yeah.
siehst du. Der macht das. Unser Freund Mr. Kraken. Perfekt ins Schiff geschleudert. Wer ist wer? Also, dieser Captain Quark, ist er in eurer Dimension auch ein Pirat? Nein, er ist ein Held. Auch wenn er uns verraten hat, sich ergeben, um seine Haut zu retten, unsere Lorbeeren geklaut. Er ist ein Held? Ja. Weil er, egal wie oft er es auch vermasselt, immer da ist, wenn es drauf ankommt. Er versucht's immer wieder. Oh. Die Dimension bricht auseinander. Der Imperator ist allmächtig und mein Leben ist in Gefahr. Die Chance für einen Berufswechsel. Nein, Quantum. Quantum hat uns wirklich gerettet. Wow. Wir müssen es Griffith und Kit sagen. Das werden wir. Ja. Er hat uns gerettet, das ist so. So, okay, Sobald sie auf Sargasso fertig sind. Ich hoffe, es geht gut da drüben. Leute, allein! Ja, schön. Dass du Miss Zircon gewählt hast? So, Kopfjäger und Aggressor. Ich hätte richtig Bock auf das Gewehr hier. Aber der Aggressor ist auch nicht schlecht. Der ist auch stärker, ne? Jetzt kommt es halt wieder darauf an, wie viel Munition die Waffen haben. Komm, ich hole mir den Kopfjäger. Ein bisschen snipen. Ich werde dich vermissen, Sweetie. Adonis ist heute geschlossen. Alter, geil. So. Dann, was haben wir hier also Punkte? Wo bringen die mich denn alle hin? Plündermarktplatz. Genau hier wollte ich hin, alles klar. So, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Jetzt nicht zu sehen! Scharfschütze runter! Geil. Ja, schon eine geile Waffe. Aber nur ein Schuss leider. Viel zu wenig. So, jetzt gehen wir da hin. Geht eigentlich zu essen, ihr müsst. Das war knapp. Haltet sie auf, bevor sie die Bar erreichen! Gleich triffst du dein Schicksal! Okay, wunderbar. Da unten haben wir auch eine ganz, ganz große Insel. Könnte vielleicht sogar sein, dass wir da mit dem Flitzkäfer hinkommen. Ja, eindeutig mit dem Flitzkäfer. Okay.
Das behalten wir für später. Erstmal fett Piraten-Disco hier. Das war nicht mit Absicht. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Den hab ich doch getroffen. Hä? Sag mich doch. Ich treff die doch ganz Zeit. Sehen wir irgendetwas. Ich will da runter. Ich will zurück in die Disco, Mann. Wenig geplündert in letzter Zeit. Wie kommen Sie durch? Beschützt die Beute! Ah, keine Munition, Mann. Das ist die Beute. Jetzt gehört die Schatztruhe allein uns. Was ist das denn? Ein Kartomat? Klasse. Oh, das ist richtig nice. Hey, das ist ein Teleporter. Oh, das ist richtig gut, Mann. Kartomat. So, wo müssen wir denn noch hin hier? Oh, das ist richtig geil. Da ist ein Goldbolt. Da ist noch Raritarium. Ja, genau der kleine Punkt, wo ich nicht reingeschaut habe, natürlich. Das ist ja richtig geil, dass wir das erst jetzt kriegen. Ja, das kann ich direkt gleich auf andere Planeten gehen. Ey, stopp! Sag mal! Was soll das denn jetzt? Die Disco-Mucke ist vorbei. Oh man, das war so schön. So, jetzt aber. Ja, jetzt haben wir nur noch einen Ort, wo wir hingehen können. Da gehen wir auch hin. Das ist Sorkorn.
Nee, später. So, jetzt will ich den hier holen und dafür muss ich... Nur einer gewesen. Sehr schön. So, wo jetzt? Muss irgendwo so eine Schnecke sein. Ne, da muss ich hin. Okay. Flitzkäfer. Bitte komm gut an! Bitte komm gut an! Hat das Kerlchen einen Turbo? Da oben ist ein Bolt. Wie krieg ich den hin? Moment mal, ich muss mir das mal genau angucken hier. Scheiße, kann ich gar nicht. Okay, wir haben hier jetzt einen Weg. Jo. Okay, noch mal. Achso, okay. Ich darf nicht mit Turbo rein. Alles klar, nochmal. Oh, ich hab gar keine Zeit mehr. Ich muss langsam aufhören. Shit. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, höre ich auf. Muss ich das beim nächsten Mal machen? Jetzt haben wir's. Ich seh nichts. Da haben wir's. Juhu. Sehr schön. Gut. Schneller, ich muss zum Teleporter einmal. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich da auf dem Ort hinkomme. Dann habe ich das Level soweit durch. Aber ich kann wieder die Glitchprüfung machen, oder? Ah, ne. Doch, können wir tatsächlich. Schnell. Okay, was fehlt uns hier jetzt noch? Nur noch einen, so ein Bot. Gut, hier kann ich nichts mehr machen, ne? Okay, jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Jetzt muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Moment, falscher Weg.
So. Ah, da kann auch gar nicht springen aus dem Wasser, ne? Hin. Der beste Ort ist eigentlich von da. Jo, ist der einzig beste Ort. Wenn ich hier darüber springe. So war man es da. Yes. Wunderbar. Nehmen wir jetzt mal direkt hier alles mit. Aber hier ist auch nicht der Bot, ne? Der Spiobot. Wo ist denn der Spiobot? Jo. Gute Frage. Oder ist er doch, hier wird das noch nicht angezeigt. Ich meine, der Kartomat zeigt hier eigentlich nur die Goldbolts und die Raritarien an, ne? Das heißt, Spielbot muss ich hier selber finden. Aber ganz ehrlich, wenn der hier nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Einmal alles abgrasen hier. Auch einfach nur gar nichts ist, ne? Na keiner? Sorry, muss da was sein. Da ist er! Ja, wunderbar. Alles klar. Wir haben das Level komplett. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Dann... werde ich mal liefen, denke ich, weil hier gibt es jetzt, glaube ich, gar nichts. Ja doch, man wäre hier über den Flitzkäfer, wenn man hier hingekommen. Okay. Naja, es gibt viele Wege hier, ne, anscheinend. So. Und da sind wir jetzt beim Raumschiff. Ja, Leute. Wir haben ein Level doch noch abgeschlossen, Story-Level. Jetzt hastig so. Ich habe jetzt nicht viel Zeit, mich hier jetzt großartig zu verabschieden, ne? Deswegen sage ich an der Stelle erstmal danke fürs Zusehen, ne? Und ich guck mal, ob ich heute Abend noch nach Arbeit spielen werde. Mal sehen. Auf jeden Fall, ich habe extrem Bock. Game kommt langsam richtig zum Höhepunkt. Denke mal, ich weiß nicht, wie viele Levels noch kommen. Auf jeden Fall, ja. Leute, bis später oder ja, bis morgen oder bis demnächst, ne? Also, ciao. Tschüss.